Also, was will Olivia uns jetzt sagen? Ich hoffe doch sehr stark, dass sie sich entschuldigen will, dass wir fast von der Schule geflogen sind. Dabei wollten wir ja nur Gutes tun. So, Olivia, jetzt, sag mal an, was willst du jetzt? Oder weißt du vielleicht doch mehr, als du zugeben willst? Ich hab dich im Visier, Olivia, weißt du? Dass ich überhaupt hierher komme, nachdem sie mich so verpetzt hat. Naja, okay, also Professor, bevor Sie etwas sagen, lassen Sie mich erklären. Irgendetwas stimmt nicht. Ich verspreche, ich werde nie wieder in Ihr Büro einbrechen. Nein, Cody, irgendwas stimmt mit meinen Erinnerungen nicht. Was Sie darüber gesagt haben, dass Duncan beim Unfall getötet wurde, so hat es sich in meiner Erinnerung nicht abgespielt, aber Ihre Beschreibung klingt viel eher nach dem Duncan, den ich kannte. Ich habe gehört, dass er Duncan dazu gezwungen hat, einen mächtigen Erumpin-Trank zu brauen, um in ein verwunschenes Verlies einzubrechen. Aber der Trank war nicht richtig gebraut und es gab eine Explosion. In meiner Erinnerung ist Duncan gestorben, nachdem er einen experimentellen Trank der lebenden Toten getrunken hat, weil ihn jemand herausgefordert hat. Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger Sinn ergibt es. Duncan war definitiv nicht so impulsiv. Unser Geist ist wundersam, Cody. Er ist manchmal so stark und doch gleichzeitig so zerbrechlich. Ich werde das Gefühl nicht los, dass Sie auf der richtigen Spur sind. Was wissen Sie über Gedächtnismanipulation? Vor einiger Zeit habe ich Obliviate gelernt, den Gedächtniszauber, um meinem Freund Talbot zu helfen, aber Gedächtnismanipulation kommt in unserem normalen Lehrplan eigentlich nicht vor. Ja, Obliviate kann verwendet werden, um Erinnerungen zu löschen, aber falsche Erinnerungen zu erschaffen ist viel komplizierter. Wenn meine Erinnerungen wirklich manipuliert wurden und diese Ampullen meine echten Erinnerungen enthalten, was ist, wenn ich sie mir anschaue und es mir nicht gefällt, was ich sehe? Was ist, wenn ich damals eine Person war, die ich nicht sein möchte? Sie haben Angst davor herauszufinden, ob sie mit R zusammengearbeitet haben. Wenn er nur halb so schlimm ist, wie du gesagt hast, Cody, dann möchte ich auf keinen Fall herausfinden, dass ich ihnen absichtlich geholfen habe. Vielleicht ist er gar nicht so schlimm, ja, wenn ich auf Faller höre. Auch wenn sie früher mit R zusammengearbeitet haben. Unsere Vergangenheit bestimmt nicht, wer wir heute sind. Das Wichtigste ist die Person, die Sie heute sind. Das ist ein beruhigender Gedanke, Cody, aber ich hoffe trotzdem, dass ich nie mit R zusammengearbeitet habe. Was auch immer Ihre Erinnerungen enthalten, Sie sind möglicherweise der einzige Weg, um herauszufinden, was damals wirklich passiert ist. Ich bin mir immer noch nicht sicher, Cody. Woher soll ich wissen, ob die Wahrheit diesen Preis wert ist? Ja, dann überlegen wir doch einfach mal, woher wir das wissen können sollten, wie auch immer. Ich verstehe, warum Sie zögern. Die Wahrheit ist nicht immer einfach zu verdauen. Aber jetzt sind Sie plötzlich offen zu mir. Nachdem ich von Dumbledore ein Riesenverbot bekommen habe, irgendwas zu machen, vertrauen Sie mir plötzlich. Ja, jetzt bringt mir das auch nichts mehr. Ihre alten Erinnerungen können uns die Wahrheit über R halt verraten. Wissen Sie, ich muss Olivia davon überzeugen, dass sie sich ihre alten Erinnerungen ansehen sollte. Was auch immer damals passiert ist, Ihre Vergangenheit definiert nicht die Person, die Sie heute sind. Ich bin mir immer noch nicht sicher bei der Sache. Ich möchte mich nicht vor aller Augen sehen lassen. Ja, von meinen Augen reicht doch. Und vielleicht noch Jay und Tulip. Manchmal ist es besser, nicht alles zu wissen. Na gut, ich meine, Sie können auch Jay, Tulip und mich alleine schauen lassen und Sie müssen nicht so gucken. Ist auch in Ordnung. Es tut mir leid, wenn ich starkköpfig klinge. Ich bin manchmal einfach ein bisschen eigensinnig. Ich hatte ein ungutes Gefühl, seitdem du zum ersten Mal über meine Erinnerungen gesprochen hast. Angeblich macht uns die Wahrheit frei, aber kann Unwesen nicht auch ein Segen sein? Ich habe nur Angst, schätze ich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Wahrheit erfahren will. Was ist, wenn die Erinnerungen nicht immer von mir stammen? Ich möchte nur die Wahrheit darüber erfahren, was damals zu ihrer Schulzeit passiert ist. Zu ihrer Schulzeit und der von meinem Bruder. Sie haben gute Argumente, Cody. Ich verstehe, warum Ihnen diese Sache so wichtig ist. Aber ich weiß immer noch nicht so recht. Vielleicht habe ich einfach nur immer noch Angst. Es gibt noch etwas, das ich Ihnen nicht erzählt habe und das Sie vielleicht umstimmen wird. Mein Bruder Jacob war jahrelang in einem Porträt im verwunschten Verlies eingesperrt. Er hat schreckliche Qualen gelitten und ist nicht einmal gealtert. Er sieht genauso aus wie damals, als Schüler. Er hat es nur mit Legilimente geschafft, Kontakt zu mir aufzunehmen und zu entkommen. Ich dachte mal, Jacob wäre von der Schule geflogen. Ich hatte keine Ahnung davon, dass er so sehr gelitten hat. Ihre Erinnerungen sind möglicherweise der Schlüssel dazu herauszufinden, was ihm zugestoßen ist und wer dafür verantwortlich ist. Jetzt verstehe ich, warum du glaubst, dass meine alten Erinnerungen etwas Licht in die Vergangenheit bringen können, Cody. Oh, jetzt habe ich vieles, worüber ich nachdenken muss. Mir ist klar, dass das keine einfache Entscheidung ist. Nein, ich habe mich schon entschieden.
Ich werde die Erinnerung ansehen. Ich muss nur darüber nachdenken, wie ich damit fertig werde, was meine Erinnerungen möglicherweise enthalten. Geben Sie mir etwas Zeit, um mich vorzubereiten. Ich melde mich, wenn ich soweit bin. Ich verstehe. Vielen Dank, Professor Green. Bitte nennen Sie mich Olivia. Wir können dabei bleiben, solange Sie nicht noch einmal in mein Büro einbrechen. Versprochen, Olivia. Ich solle Jacob erzählen, was heute vorgefallen ist. Sagen Sie Ihrem Bruder einen Gruß von mir, egal wie es weitergeht. Ich habe eine Vorahnung, dass ich ihn bald wiedersehen werde. Ja. Und damit ist das Kapitel schon wieder vorbei. Das ist ja interessant. Dadurch, dass ich hier die Energiepunkte immer farme. Hier, ich habe es immer noch mehr als auf maximal, obwohl ich jetzt das komplette Kapitel gespielt habe. Es war so, gestern ploppte das Kapitel tatsächlich wieder unmittelbar nach dem Host Day auf. Allerdings habe ich mir dann gesagt, ich mache mir doch jetzt nach dem Host Day nicht noch den Stress, hier das Kapitel anzufangen, obwohl ich natürlich neugierig war auf das neue Kapitel. Ich habe mir gedacht, ich muss ja danach eh ewig auf die Fortsetzung warten. Deswegen habe ich dann erst heute, am Freitag, nach der Arbeit angefangen. Und tatsächlich habe ich das Kapitel komplett durchgespielt. Bevor ich ins Bett gehe. Naja. Also quasi. Vor ungefähr 24 Stunden war der Host zu Ende und das Gebet ist jetzt schon durchgespielt, obwohl ich zwischendurch noch an der Arbeit war und geschlafen habe. Naja, aber ich muss ja jetzt noch hier die beiden Aufgaben machen. Ich muss ja noch lernen, was ein Mixer ist und längst überfällig. Mal schauen, bei wem. Bei den Pins wahrscheinlich. Bücher sind längst überfällig. Mal schauen, ob ich diesmal für meine Pins auf Stempelsuche gehen darf. Ja, hier ist nichts Neues und dann kann ich ja auch nur hoffen, dass der Billywig dann, ich habe noch eine Schokofroschkarte. Wer ist das denn? Ach, Kipper! Ein berühmter Zauberer. Ach, ja, nicht alles berühmte Zauberer. Oh, cool. Danke. Aber gut, ich habe nur noch 4 Tage. Wäre jetzt unwahrscheinlich, dass ich die Eventsammlung hier noch abschließe. Wobei, gut, ich mache ja jetzt ein bisschen Unterricht. Mixer und links überfällig. Naja, auf jeden Fall hoffe ich, dass dann Billy, bis ich mit denen fertig bin, auch auf Maximallevel ist, aber das sollte bis dahin geschafft sein. Ja, ich denke mal, dann kann ich direkt nach der Lektion auch Billys Geschichte vollenden und dann habe ich mal wieder nichts Neues. Und dann ist halt wirklich die Frage, wie lange, ob wieder am Horst Day was Neues kommt. Ich meine, ich habe den Eindruck, immer zum Horst Day kommen jetzt neue Sachen, egal ob jetzt Quidditch, zeitlich begrenzt oder Hauptkapitel. Bei den Tierwesen ist es mir noch nicht aufgefallen, aber ich habe den Eindruck, die Sachen kommen immer am Horst Day. Und ja, deswegen schaue ich einfach mal, wie weit ich mit dem Schneiden bin, bis zum Horst Day. Und wenn es dann wirklich so ist, dass ich nicht mehr täglich hochladen kann, dann kommen halt die Folgen ganz unregelmäßig und dafür länger. Jetzt sage ich allerdings, alle wieder, tschüss, over and out.